Beschreibung und Analyse einer Textquelle. Zunächst einmal zur Textquelle. Es handelt sich um eine Biografie von Julius Caesar, der von 100 bis 44 vor Christus lebte. Caesar erweckte den Respekt seiner Soldaten dadurch, dass er aus freien Stücken jeder Gefahr entgegenging und sich keiner Art von Beschwerlichkeit entzog. Die Tapferkeit in Gefahren wurde freilich an ihm nicht so sehr bewundert, wie die Erduldung von Strapazen, die er über die Kräfte seines Körpers hinaus zu ertragen schien. Er war nämlich von hagerem Körperbau und weißer Hautfarbe. Dabei hatte er es mit der Epilepsie zu tun, die ihn zuerst in Cordoba befallen haben soll. Statt jedoch diese Schwächlichkeit als Vorwand einer weichlichen und verzärtelten Lebensweise zu benutzen, gestaltete er den Kriegsdienst zur Kur für seine Kränklichkeit. Durch starke Märsche, einfache Kost und steten Aufenthalt unter freiem Himmel kämpfte er gegen das Übel und härtete so seinen Körper gegen dergleiche Anfälle ab. Meistens schlief er im Wagen oder in Sänften, um sogar die Zeit der Ruhe in den Dienst der Tätigkeit zu stellen. Tagsüber machte er die Runde in Wachtürmen, Lagern und Städten, wobei er einen der Bediensteten, die ihm gewöhnlich während der Reise nachschreiben mussten, neben sich sitzen hatte. Dagegen stand ein einziger mit dem Schwert bewaffneter Soldat neben ihm. Caesar reiste mit solcher Geschwindigkeit, dass er von Rom aus nicht mehr als 8 Tage benötigte, um die Ronne zu erreichen. Das Reiten fiel ihm von Kindheit her leicht. Er hatte sich nämlich gewöhnt, die Hände auf den Rücken zu legen und das Pferd in vollem Tempo laufen zu lassen. In diesem Feldzug übte er sich auch darin, im Reiten Briefe zu schreiben und damit 2 oder mehr Schreiber zu beschäftigen. Man sagt auch, dass Caesar als erster darauf verfallen sei, sich durch Briefe mit Freunden zu unterhalten. Weil in dringenden Fällen die Zeit wegen der Menge der Geschäfte und der Größe der Stadt eine mündliche Unterredung nicht gestattete. Der Text stammt von Plutarch und lautet schlicht und ergreifend Gaius Julius Caesar. Nun, um was für einen Text handelt es sich? Es handelt sich um eine Personenbeschreibung. Wer ist der Autor des Textes, die Autorin und an wen richtet sich der Text? Nun, der Autor ist der griechische Autor Plutarch. Der Text richtet sich vor allem an die Einwohnerinnen und Einwohner Roms. Wann ist der Text entstanden? Plutarch lebte von 45 bis 125 nach Christus in Griechenland. Es kann also davon ausgegangen werden, dass der Text in dieser Zeit entstanden ist. Nun ein bisschen genauer. Was für einen Text haben wir vor uns? Es handelt sich um die Beschreibung von Julius Caesar und seinen besonderen Fähigkeiten. Wer ist also im Zentrum der Textquelle? Julius Caesar. Wo spielt der Text? Im Text stehen mehrere Orte, zum Beispiel Cordoba, eine Stadt in Südspanien, oder die Ronne, ein Fluss in Frankreich, der von Rom übrigens 927 Kilometer entfernt war. Also musste Julius Caesar pro Tag mehr als 100 Kilometer reiten. Wie wird Caesar in diesem Text beschrieben? Ja, als nimmermüder Feldherr und als intensiver Kommunikator. Warum ist dieser Text verfasst worden? Ja, es darf davon ausgegangen werden, dass dieser Text die Einzigartigkeit Caesars für die Nachwelt beschreiben soll. Welche Begriffe im Text könnten neu sein? Zum Beispiel Strapazen, damit werden sehr große Anstrengungen beschrieben, oder die Krankheit Epilepsie, Cordoba, eine Stadt in Südspanien, oder die Ronne, ein Fluss in Frankreich. In welche Sinnabschnitte lässt sich der Text einteilen?
in die Beschreibung der Bescheidenheit und der Ausdauer Caesars, trotz Krankheit, in seinen rast- und ruhelosen Einsatz als Feldherr und schlussendlich im dritten Absatz werden seine besonderen Fähigkeiten als Reiter und als reger Verfasser von Schriftstücken beschrieben. Wie lässt sich nun die Textquelle zusammenfassen? Caesar wird als ausdauernder, fleißiger und bescheidener Anführer dargestellt, der dabei auch nie seine Freunde vergisst, indem er mit ihnen eifrigst kommuniziert und der als außerdem talentierter Reiter dargestellt wird, denn Caesar gehört zu jener Gattung von Mensch, die freihändig am Pferd sich fortbewegen können. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.